bin ready, Bro. Okay, Achtung. Oh, jetzt werden wir richtigen Superhelden-Prank machen bei Flauschi. Moment, ich komm gleich. Max, jetzt. Hey, Leute, Crimex hier. Was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Wir sind hier mal wieder in Paul Berger Hills in unserer Luxusvilla, Leute. Aber ihr habt es ja die letzten Tage schon mitbekommen. Immer mehr YouTuber verlassen Paul Berger Hills, weil es hier richtig viel Kriminalität und sowas gibt. Und auch wir werden heute mal wieder bei unserem Zweitwohnsitz an der Krümelküste. Wir haben uns ja letztes Mal im Stream ein richtig krasses Ferienhaus gebaut. Und das werden wir heute weiterbauen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr Minecraft hier auf der YouTube-Insel feiert. Ich meine, Leute, überlegt euch das mal. Zuerst waren wir in Lazy Town drüben, dann sind wir hier rüber nach Paul Berger Hills gekommen. Jetzt ist hier irgendwie auch schon wieder Unruhe. Warum ist denn immer Unruhe, Leute? Und jetzt langsam bauen sich immer mehr YouTuber ein Haus an der Krümelküste. Aber Leute, keine Sorge, ich als Bürgermeister von Paul Berger Hills werde natürlich die Stadt niemals komplett vernachlässigen. Ich will da einfach nur so einen zweiten, ja, so einen Ferienwohnsitz uns eben bauen, Leute, weil es sieht ja schon echt ziemlich schön aus hier in der Krümelküste. Oha, hier ist auch voll viel passiert. Hier, das Haus war neulich auch noch nicht da oben, auch, Alter. Und wir landen hier in unserer Strandvilla, Leute. Wir müssen ja hier leider mit Pink relativ viel arbeiten. Aber na gut, ja, dafür leben wir eben in Sicherheit. Ja, ein Vorteil oder ein, sag ich mal, ein Nachteil muss man halt eben haben. So ist das ja immer im Leben. Aber naja, Leute, wir gucken mal, was hier in der Krümelküste heute so los ist. Weil hier ist ja die Kriminalitätsrate bei 0%. Hier geht's allen gut, alle sind sicher, alles ist schön, Leute. Wir gucken mal, was ist das denn hier? Was ist das hier? Ah, das ist ein Gästehaus. Aha, okay. Hier ist wirklich irgendwie die Welt noch in Ordnung. In Paulberger Hill ist mittlerweile ja sehr, sehr viel Action immer. Naja, wir gucken mal. So, hallo, ist hier jemand an der Krümelküste? Hallo? Hallo? Hey, Max, was geht? Hey, Candy, was geht? Willkommen am Flughafen. Und der Flughafen hat sogar was Neues bekommen. Alter, was hat denn der? Vorne. Wow. Also ist noch nicht ganz fertig, ne? Ich werde das ein bisschen in den Berg einbauen. Alter, was ist das denn? Elytra-Shop. Alter, ist das dein Shop oder was? Ja, Elytra-Shop, mein erster Laden, den man Elytra kaufen. Und deswegen hast du so Anzug an, bist ja ein richtiger Geschäftsmann. Nein, ich, hab den Anzug an, weil ich der Präsident der YouTuber-Insel bin. Ach so, ah, okay, ja. Ja, ey, der sieht voll krass aus, der Shop hier. Ja, aber Max, du weißt ja selber, ich als Präsident jetzt, ja? Ja. Eigentlich war es klar, dass ich Präsident werde, weil ich habe ja schon immer sehr viel für die YouTuber-Insel gemacht und das gebaut. Stimmt, das weißt ja. Du selber, ja, das ja? Stimmt. Und wenn ich jetzt am Wochenende mich wieder aufstelle, wählst du mich dann vielleicht auch Ich noch würde mal? Dich wählen, ich würde dich wählen. Oh, ich will nämlich der Erste sein, der zweimal hintereinander gewählt wird. Ja, okay. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass ich ja schon seit, glaube ich, keine Ahnung, 3 Monaten am Stück Bürgermeister bin von Paul Berger Hills. Ja, das wirst du ja auch bleiben, natürlich. Ja, ja. Ey, aber hast du nicht Angst, dass die Leute was klauen? So eine Elytras sind doch bestimmt voll teuer. Nein, hier steht's doch. Klauen verboten, sonst Bann. Ja, meinst du, die Leute halten sich da alle dran? Ja, ich rufe den Server-Admin, mir egal. Ich sag mal so, in Paul Berger Hills hatten wir auch Gesetze und jetzt macht da jeder, was er will mittlerweile. Ja, aber, ja, aber da gibt's was Neues, ein guter Umschwung. Pass mal auf, was okay. Es hier vorne nämlich gibt. Gut, das erkennt man jetzt noch nicht direkt, aber was ist das? Ja, ist die Polizei. Bürgermeisterin Flauschi. Das ist die Polizeistation. Oha. Ich glaube, das baut sich gerade an P. Ah, okay, die Polizei. Oh, ey, mach das weg. Ah, okay, Polizei. Hä? Also mit E. Police. Okay. Police. Ach so, Police, okay. Das ist natürlich international Police hier. Zu lang. Okay, Police, ja, cool. Okay. Das I ist ein bisschen komisch, aber hier ist die Polizeistation Alter. Von der Krümelküste. Krass, also ich muss auch sagen, hier ist richtig viel passiert die letzten Tage schon wieder. Ja klar, natürlich. Wow. Die Stadt ist am Wachsen und gedeihen. Ist nicht wie Paul Berger Hills, wo irgendwelche Ruinen und halbgesprengte Häuser auf einmal mitten Paul Berger in der Innenstadt Hills sind. Ist wirklich, ich habe die Kontrolle über die Stadt verloren. Ich werde aber trotzdem gleich nochmal hinfliegen und noch ein Haus abreißen. Da ist nämlich ein Haus, das halbgesprengt ist, neben dem Casino. Banks Haus? Lass mich überlegen, warte mal, das Casino war da, das neben schräg. Ja, Banks Haus war. Wie, ja, du reißt Banks Haus ab? Alles, das ist komplett weggesprengt, da ist alles kaputt. Wer hat denn da alles kaputt gemacht? Ich weiß es also nicht. Ich weiß auch nicht. Also nee, warte, ich weiß es, wer es war. Wer Lass denn? Uns mal hinfliegen, ich werde okay, es Okay, wir gucken mal. Okay, sehr gut. Ey, Leute, das ist wirklich Paul Berger Hills, da ist mittlerweile, ja, was soll ich euch sagen, da ist hier wirklich reiner reines Chaos. Ich hoffe, dass es hier an der Krümelküste so schön friedlich bleibt, wie es jetzt noch so ist, weil ich ja als Bürgermeister von Paul Berger Hills, ich weiß ja, wie das ist, wenn die Stadt wächst, dann kommen auch Leute da dazu, die sich nicht so an die Regeln halten. Ja, okay, ich habe es gar nicht so gesehen, dass das so eine Ruine ist. Ja, das, ja, schaust dir mal an, das ist schon erschreckend. Aha. Und zwar hier neben dem Casino. Alter, das ist ja voll Ja, schau mal dahinter. Also, Bro, wer hat denn das Haus von Banks so zerstört? Ich. Hä, warum? Ich habe TNT genommen, ist platziert.
und angezündet und sogar aufgenommen, wie ich es sprenge. Ich habe ein Video sogar gemacht. Alter. Aus, blablabla. Aber Bro, wäre das... Ich guck mal, wenn du das jetzt komplett abreißt hier und einfach nur Grünfläche ist. Es sieht doch eigentlich cooler aus, wenn hier ein Haus steht in Paulberger Hills, von wenn du mal ja, so drüber fliegst, wenn es zugebaut aber ist. Aber Banks hat mich gebeten, mit ihm zusammen das Ganze zu sprengen. Kannst du es nicht einfach so lassen, dass es zumindest von außen normal aussieht? Das muss ja nicht von innen bewohnt sein. Ah, schwierig. Hab also rein für das Stadtbild, für die Optik. Müsste man was Neues hinbauen. Ich kann mir was überlegen, was ich hier hinbauen kann. An sich, das Haus sah ja voll gut aus. Ja, das stimmt. Das Haus war sehr, sehr gut. War auch eine Menge Arbeit. Aber jeden Tag waren hier Sprengereien. Ja. Vibe, du, na gut, von mir aus kannst du es auch erstmal komplett abreißen und dann einfach ja, Grünfläche abebnen. Schade, schade. Also, Leute, schreibt in die Kommentare, was könnte man hier hinbauen? Vielleicht irgendein öffentliches Gebäude? Vielleicht ein öffentliches Gebäude. Ich glaube auch, vielleicht wird Paulberger Hills einfach so das neue Lazy Town, dass hier so Geschäfte und so sind, mehr so Innenstadt. Und die neue Luxusgegend ist vielleicht an der Krümelküste. Einfach, ja. Ja, man muss eingestehen, wir sind zu alt, Max. Paulberger Hills baut sich ab. Das Casino ist defekt, wurde zerstört. Hier Sprengungen. Leute, meine Stadt ist dem Untergang geweiht. Es geht alles kaputt. Die Leute ziehen alles aus. Es geht alles den Bach runter. Oh, aber ich sag ehrlich, Candy, ich bin zu alt geworden. Ich zieh mich zurück. Was? Ich will jetzt nur noch mein Rentner-Dasein an der Krümelküste genießen. Du bist Rentner geworden? Ich hatte, ja, Bro, guck dir die Verantwortung hier an. Monatelang habe ich hier gearbeitet für die Stadt. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Energie mehr hier. Alter, ey, Max, bitte geh jetzt noch nicht in Rente. Du warst doch mal richtig am Start. Du kannst das wieder schaffen. Nein, ich gehe in Rente. Nein, Max, das darf nicht passieren. Außer wenn die Stadt sagt, sie braucht mich noch. Was ist denn das am Himmel? Ein C leuchtet am Himmel. Max, die Stadt braucht dich. Paulberger Hills braucht dich, Max. Ey, wer hat eigentlich da oben diesen Tempel gebaut, da ganz oben? Das ist mein neues Rathaus vom Präsidenten, Junge. Bro, Alter, du warst das? Boah, das gibt jetzt Ärger. Das du warst neue das hier Rathaus oben? Rathaus. Ja, na klar, ich bin Präsident. Alter, du hast meinen goldenen Max-Schriftzug einfach weggebaut. Hä, du meintest doch selber, das soll weg. Nein, nur der Turm, der Schriftzug soll bleiben. Ah, ja, wir können ihn wieder hinschreiben. Das ist kein Ding, können wir uns dann einigen. Dann über dem Rathaus muss dann der goldene Max-Schriftzug sein. Ich baue hier halt, du siehst das schon mit diesen Säulen so. Ja, das also cool, sieht schon mächtig, ja, so sieht schon mächtig aus. Ist cool. So ein mächtiges Rathaus. Ja, ist cool. Ja, naja, also ich sag ganz ehrlich, Paulberger Hills, das dürfen wir auch nicht komplett jetzt fallen lassen. Das muss hier wie die neue Großstadt sein, wo die ganzen Geschäfte sind. Und die Krümelküste wird einfach die entspannte Wohngegend. Ich hätte eine Idee. Wir könnten doch aus diesen kleinen Sozialhäusern da unten so Hochhäuser machen. Hochhäuser? Das ist so ein bisschen auf... Ich glaube, ich muss hier mal wirklich wieder öfter Bürgermeisterdienste machen. Guck mal, hier, wer hat denn damit Cobblestone gebaut? Das ist wirklich, ich war hier ein paar Wochen, habe ich mich nicht um die Stadt gekümmert und alles ist hier vernachlässigt. Ja, der Nether Highway, warte, lass uns mal schauen. Das wird hier wirklich... Wir müssen ermitteln, wer hat das gebaut? Der Nether Highway, oha. Highway zur Verfügung gestellt von Candy Jackie. Oh. Candy, du hast das gebaut? Ja, gut, ich aber doch nicht hier mit Cobblestone, das sieht doch total Schmalspur aus hier. Schuldig im Sinne der Anklage. Sieht ja richtig schmalspurhaft aus. Naja, okay, Leute, schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Sollen wir Paulberger Hills wieder groß machen? Make Paulberger Hills great again? Oder sollen wir uns als Rentner zurückziehen und nur noch an der Krümelküste leben? Nein, Max, du darfst nicht in Rente gehen. Es ist eigentlich zu schade, um dieses Riesenprojekt hier aufzugeben. Selbst haben wir die Stadt erbaut, die Straßen, die Mauer. Alles haben wir hier errichtet, mit Candy gemeinsam. Ich weiß doch, als du mich das erste Mal gesehen hast, als ich bei meinem alten Lager war, beim jetzigen Rathaus, auf einmal standst du daneben mir. Ich denke mir, hä? Das war kurz, nachdem ich runtergeworfen wurde von der YouTuber Lazy Town Insel. Ja, und wir haben hier was Krasses aufgebaut. Ja, jetzt schauen wir uns an. Jetzt blicken wir auf eine tote Stadt hinab. Keiner wohnt mehr hier. Die Stadt braucht einen neuen Helden. Die Stadt ist von Kriminalität zerfressen. Wir brauchen irgendjemanden, der der Stadt neue Hoffnung gibt. Warte mal, ich habe eine Idee. Bleib eine Sekunde hier. Du willst einen Helden? Ja. Du wirst ihn bekommen, Max. Gib mir eine Sekunde. Okay, Leute, was wird er uns denn jetzt zeigen? Hä, wo bist du? Hier kommt der Superheld! Haha! Bürger von Paulberger Hills, hab keine Angst mehr! Du hast eine Papiertüte Andy auf dem Kopf! Hä? Was? Du hast eine Papiertüte auf dem Kopf. Mann, das ist die anderen Masken waren ausverkauft. Aber Max, ich habe mich doch damals in Alpha-Clan eingemischt und wollte die von denen zerstören. Aber jetzt wird es Zeit, Paulberger Hills zu retten. Andy Man. Ich bin der Superheld der Paulberger Hills. Das brauchen wir. Ich glaube, ich brauche auch so ein cooles Kostüm.
Du brauchst genau dasselbe Kostüm wie ich. Mit Nein, ich will aber keine Papiertüte tragen. Ja, die waren auch... Mann, die anderen Sachen waren ausverkauft. Ich kann da doch nichts für. Wir werden die Stadt hier retten. Als zwei Superhelden werden wir hier Recht und Ordnung wiederbringen. Okay, Max. Ich würde sagen, unsere erste Superheldenaufgabe ist es, Dr. Banks sein Haus abzureißen und es wieder schön zu machen, damit wir die Leute denken, dass es nicht alles kaputt ist. Okay, Leute. Die Superheldenarbeit. Das ist richtige Superheldenarbeit. Wir müssen die Stadt wieder schön machen. Ja. Das fühlt sich gar nicht so superheldig an, gerade wo ich... Ja, ist eigentlich total langweilig. Wir müssen richtige Superheldenarbeit machen. Wir müssen... Boah, ich weiß, was richtige Superheldenarbeit ist. Ja, sag. Komm mit. Hä? Wir brauchen dabei richtige krasse Superhelden-Melodie. Ab in die Crimex-Batman-Höhle. Geheimer Gang? Das ist mein Geheimgang. Geheimer Unterschlupf. Das ist der geheime Superhelden-Unterschlupf. Auf der YouTuber-Insel. Wir brauchen TNT. Warum? Hast du vor? Okay, komm mit. Und das ist unser treuer Begleiter, Superberger. Superberger! Er ist in die Lava gefallen! Nein! Ah, er ist doch da. Okay, oh mein Gott. Superberger, komm, wir werden die Stadt rächen. Ja, hat das Timmy gebaut? Nein, ich habe das gebaut, um Verwirrung zu stiften. Komm mit. Jetzt bin ich gespannt. Als erste Tat werden wir Straftäter bestrafen in der Stadt. Boah, okay. Und wir werden da anfangen mit demjenigen, der mein Haus letztes Mal angegriffen hat. Wer denn? Mit Alpha Stein. Nein. So, Alpha Stein. Warte, ich glaube, er ist zu Hause. Warte, ich glaube, er ist oben. Warte. Nein, schau mal, ob er ohne. Komm ist. Alpha Stein? Warum läuft hier ein geschorenes Schaf rum? Ha, und wir haben sein Haustier erlegt. Er ist gar nicht da. Okay, Superberger, komm mit raus, warte draußen. Das ist zu gefährlich hier für dich, Superberger. So. Okay. Superberger, drei Superhelden. Alpha Stein, das ist, weil du die Stadt beschmutzt hast. Komm Sehr raus. Gut. Komm Achso, raus. Ja, wow. Haha, das machen wir hier. Okay, das ist Superheldengefühl, was ich hier habe. Oh, und jetzt bauen wir es aber ein Stück wieder auf, damit es von außen gut aussieht, weil wir sind ja für die Stadt, weißt du? Ja, for the people. Das machen richtige Superhelden. Was? Wir sind ja echte Superhelden. So, okay, komm, sag hier noch zubauen. Und jetzt sieht es von außen trotzdem gut aus. Nicht. Ja, es sieht Lass trotzdem es bei gut aus. Auch noch machen. Nein, nur bei Alpha Stein. Also, ja. Warum denn bei anderen? Willst du ein super Schurke werden oder was? Nein, Superhelden. Okay, und weißt du, was auch richtig superheldenhaft ist? Ich weiß noch. Hier, nimm das. Und schmeiß das auf Alpha Steins Haus. Ja. Und weißt du, was Superhelden noch machen? Klingelstreiche. Dreh dich mal um erstmal. Superhelden. Trinken Paulberger Limo! Ja, Leute, richtige Superhelden trinken die Paulberger Limo. Let's go! Genau. Und okay. Jetzt Klingelstreich? Ja, Klingelstreich. Aber, ja, okay. Ja, wenn das bei Blackjack? Bei Flauschi. Okay, wir machen bei Flauschi. Oh, warte, Mr. Berger. Mr. Superberger. Wo ist mein Hund? Mr. Berger, komm mit. Komm, auf die Insel. Ab zur Krümelküste, Leute. Aber das Krasse ist einfach, wir haben ein komplettes Straßennetz zwischen Lazytown, Paulberger Hills und der Krümelküste. So, was ist Max? Wo ist eigentlich mein Hund? Superberger? Hey, Superberger, wo bist du? Superberger wurde, glaube ich, mitgenommen. Alpha Stein hat ihn entführt. Weißt du was? Wir gehen jetzt zu Flauschis Haus und machen das, was Superhelden machen. Okay. Nämlich einen richtig saftigen Klingelstreich. Okay, das machen wir. Lass mal Flauschi richtig pranken. Warte mal, aber nicht nur mit Klingelstreich. Hast du irgendwie noch was zum Pranken dabei? Ich habe weißen Teppich. Nee, Paket. Warte mal, ich habe da auch noch eine Kiste. Komm mal mit. Ja, okay. Vielleicht habe ich richtiges Prank-Zeug noch hier dabei. Boah. Ich habe einen Amboss. Boah, Amboss ist stark zum Pranken. Okay. Ich lock sie dann irgendwann raus. Wir machen einen Klingelstreich. Und wenn wir es auflösen, droppst du einen Amboss aus so 50 Metern auf ihren Kopf. Ja, okay, das ist gut. Boah, was ein Prank. Let's go. Das ist richtig lustig. Okay, warte, wo ist sie? Wo ist sie denn? Bei ihrem Haus, würde ich mal annehmen. Warte, ich muss hier kurz zu meinem Geldautomaten. Okay. Ey, das wird der beste Prank, den es jemals gegeben hat. Haha. Okay, komm mit. Leute, was haltet ihr echt davon, wenn wir wirklich so Superhelden für Paulberger Hills werden? Ich glaube, die Stadt braucht wirklich Helden. Wir sind da. Okay, Achtung. Ich klingel. Ja, warte, ich muss doch erst aufs Dach. Ja, ich bin ready, Bro. Okay, Achtung. Oh, jetzt werden wir richtigen Superhelden-Prank machen bei Flauschi. Moment, ich komm gleich. Hey, Max, höher, du musst höher gehen. Ja, okay. So, jetzt, ich komme. Hallo? Oh, da ist sie.
Da ist sie, Leute. Hier ist gar niemand. Klingelstreich. Kenny, du musst sie rauslocken, dass sie da stehen bleibt. Ja, ja, ich mach nochmal. Ich mach nochmal Klingelstreich. Warte. Okay, mach nochmal Klingelstreich. Ding Dong. Hä? Was ist das denn? So, jetzt aber schnell raus. Oh, da ist sie, da ist sie. Hallo? Oh. Ist sie... komisch. Komm, sie checkt sich. Mann, ey. Okay. Mach den Amboss ready, ja? Ja, ich mach den Amboss ready. Ding, 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 ding. Ja, mach richtig krassen Klingelstreich, Candy. Oh, ich hab vergessen wegzulaufen. Oh nein, er wurde erwischt. Ich bin Super Andy, der Superheld der YouTuber-Insel. Er wurde erwischt, auch Leute. Auch besser bekannt als Candy. Und warum machst du deinen Klingelstreich? Ich hab... So... Wir haben Klingelstreich gemacht. Oh, jetzt. Max, jetzt! Ja! Hä? ich glaube, du hast den Falschen erwischt, Max. Candy, du Dummkopf, warum sagst du denn jetzt? Oh, was sind wir für Schmalspur-Superhelden, ey? Schnell! Sag, wie peinlich, ich sammle meine Sachen ein. Klingelstreich, Klingelstreich! Ja, yeah, yeah, komm, wir sind die Superhelden! Oh, die haben wir richtig geprankt! Alter, du hättest ihr Gesicht sehen müssen. Die haben mich richtig geprankt, ey. Die haben mich richtig geprankt. Ey, schneide das irgendwie so, als wenn wir sie getroffen hätten oder so. Keine Ahnung, ey, geil. Krasser Prank, let's gut. Go. Ja, weißt du, was auch richtige Superhelden noch machen? Was denn? Du helf mir mal noch, meinen Boden auszuwechseln. Das machen Superhelden? Das ist richtiger Superheldenzeug. Okay, dann setze ich meine Maske ich auf. Ich will nämlich überall hier hellen Boden drin haben. Habe ich mir überlegt, nicht dunklen Boden. Nein, du willst ihn austauschen? Ja, ich glaube, irgendwie hell würde krasser aussehen. Was meinst du? Ja, habe ich dir doch gleich gesagt, dass das besser aussieht. Ja, weil ich muss ja dann so mit Pink arbeiten. Ich glaube, dann ist hell besser. Mann, hast du eine Ender-Chest? Nee. Superhelden würden jetzt eine Ender-Chest dir besorgen. Und das mache ich. Ich habe eine Ender-Chest von dir schon, aber ich habe die noch nicht aufgestellt, weil ich noch nicht weiß, wohin damit. Ja, was? Wo ist die? In meinem Inventar. Ja, komm, gib ihm. Platzier die. Ja, warte. Mach ich einfach mal hier in die Ecke. Ja, ich glaube, das sieht echt besser aus mit Helm. Der Amboss-Prank war jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Hat mir nicht so gefallen. Ja, weil du selbst reingelaufen bist, du Bummi. Ja, du hast den geschmissen. Du hast gesagt jetzt. Ich hab gesagt jetzt. Ich wusste nicht, wo du stehst. Wir haben das nicht so gut durchgeplant. Ja, das war echt nicht so durchdacht. Oh, aber Mann, egal, ey, ich wollte. Flauschi ist eh so eine nette. Die will ich gar nicht mit dem Amboss treffen. Ja, gut, dass wir nur dich getroffen haben. Gut, dann lassen wir diesen Boden hier austauschen. Blauschi ist eine richtig gute Bürgermeisterin. Ja, sag ich dir ehrlich. Ich bin ein guter Präsident. Ich will das auch bleiben. Deswegen, ein Präsident hilft dir hier. Checkst du das? Das ist der Präsident, ja? Hier hilft dein Boden hier im Superheldenkostüm mit Tüte auf dem Kopf. Wie random ist das, Alter, schon wieder, Max? Das ist sehr krass. Danke für deine Hilfe. Ey, aber Mr. Präsident. Du darfst niemandem sagen, dass Super Andy der Superheld Candy ist. Ja, das darf keiner wissen. Das werde ich keinem sagen. Ich brauche auch noch so einen coolen Superhelden. Ich besorge dir ein Outfit. Ich besorge dir ein Outfit. Ja, ich brauche ein Outfit, und aber mit meinen Lieblingsfarben. So mit diesem Pink und Blau, weißt du? Blau. Also im nächsten Video kriegst du dein komplettes eigenes Superhelden-Outfit. Und dann werden wir uns eine Superhelden-Base bauen. Boah! Mit Autos, mit denen wir dann immer losflitzen, wenn irgendwo ein Notfall ist. Ich sag dir ehrlich, Max, ich wollte damals mich in den Alpha-Clan einschmuggeln und dann den von innen zerstören. Das ist richtig gut. Man muss auch sich selber auch aufopfern, ne, für die Sache. Ja, aber weißt du, warum das nicht geklappt hat? Weil du da noch alleine warst und noch keinen Superheldenpartner hattest. Oh Mann, Max, wir sind Superhelden forever. Wir sind die richtigen krassen Superhelden. Findest du das Haus eigentlich cool so, oder hättest du es größer? Jetzt, hättest du es größer gebaut? Mit dem Helmboden finde ich es gut. Davor fand ich es mit zu dunkel, weil das ja auch mit Wand und so alles hell, freundlich und hell, und jetzt hast du es. Hättest du das größer gebaut? Nein. Weil ich wollte eigentlich nur ein kleines Ferienhaus haben, aber ich glaube, ich hätte es ein bisschen größer. Also für mich wäre das schon ein großes Haus, für dich halt schon wieder klein. Also für mich ist das hier wie eine Hundehütte. Und Banks meinte tatsächlich, das ist winzig sogar, ne? Weil der ist dann nochmal ganz an Häuser gewohnt. Okay, Banks. Ich werde jetzt hier einen draufsetzen. Ich lasse mir hier nicht von Banks sagen, dass ich ein winziges Haus habe. Banks baut ja jetzt auch hier. Wenn du willst, kannst du ihm noch schnell... Lass uns irgendwas auf sein Grundstück aufbauen, bevor er anfängt. Lass Banks pranken. Ja, okay, was machen wir? Weil der ist ja weggezogen, weil er immer geprankt wurde und kaputt gemacht wurde. Und hier geht's jetzt einfach weiter mit den Pranks. Die Pranks hören niemals auf. Der neue Nachbarschaftsstreit entsteht hier. Okay, was pranken wir ihn? Wir müssen das irgendwas hinbauen. Das ist eine gute hinbauen. Sache. Was könnten Lass wir Lass so ein richtig weirdes, komisches Haus dahin bauen, wo man denkt so, hä? So ein richtig hässliches Haus. Ja, so richtig weird einfach. Und ich hab da schon eine gute Idee. Und dann sagen wir als Willkommensgeschenk. Das ist doch gut. So, oh Leute, unser Haus hier muss echt mal richtig fertig gebaut werden. Aber wir ich würde sagen. Einen Huhn dahin bauen? Einen Huhn? Ein Huhn? Hast du die Materialien dafür? Gelb und weiß wäre das denn nur.
Es gibt aber auch schräge Häuser, also Häuser, die so schief sind. Das sieht richtig, richtig witzig aus. Ja, das ist auch gut. Das geht halt mit Holz so richtig schnell. Umso schlechter, desto besser. Oder wir bauen einen riesigen Kackhaufen dahin. Was? Ja. Alter, Max, das geht zu weit, ey. Nein, das ist lustig. Wir bauen so einen richtigen Haufen dahin. Das machen wir. Let's go. Wir haben doch jetzt Holz hier sogar. Ist das eigentlich dein Kranhaus da? Ja. Zeig mir das mal. Ja, kann ich machen. Das sieht irgendwie cool aus. Candy hat hier so ein Kranhaus gebaut, Leute. Und Dr. Banks baut jetzt hier wohl auch. Hier ist das Kranhaus. Tatsächlich nicht zu verwechseln mit den Kranhäusern in Köln. Aber hier ist das Haus. Man kann hier durchlaufen und sich hier mit Elytra fallen lassen. Und das Haus hängt, wie du siehst, an einem richtig dicken Kern der Kette. Alter, das sieht voll cool aus. Das wackelt sogar hin und her, wenn es richtig ist. Aber warum hast du hier so mit Cobblestone und so gebaut? Ja, ein bisschen der natürliche Look. Das sieht schon sehr, sehr arm aus. Das ist wirklich Schmalspur. Da musst du hier ein bisschen bessere Sachen noch verwenden. Oh Mann, ey. Du schaust dir genau auf die Brücke und auf mein Strandhaus. Ja, klar. Der beste Ausblick. Also der Ausblick ist wirklich heftig. Oh mein Gott, voll schön, ey. Ja, crazy. In deine Richtung an alles gedacht. Und das Heftigste, stell dich mal genau hier in die Ecke und schau auf die Workbench da. Genau in die Ecke. Ja. Nee, ein bisschen weiter nach hinten musst du, damit du einen richtigen Winkel hast, sonst triffst du es nicht. Was meinst du? Bro, genau hier in die Ecke musst du dich stellen. Ja, ja. Ja, genau so, perfekt. Und wenn du jetzt auf den Crafting Table guckst. Oh, tschüss! Ey! Das gibt Rache. Du wurdest offiziell geprankt. Pass auf, bis du gleich geprankt wirst. Ey, ich will damit nichts zu tun haben. Mach das mit Banks und dir selber aus. Kannst froh sein, dass ich kein TNT mehr dabei habe. Übertreib doch nicht direkt. Echte Superhelden machen das so. Okay. So, jetzt komm. Was machen wir jetzt, Marc? Dein Kranhaus brennt. Hey, Bro, chill. Echte Superhelden machen das so. Nee, machen wir nicht so. Wir hören auf damit. Superhelden gehen hier runter. Okay, okay. Runter, runter, runter. Ja, guck mal. Gegen den Super-Andy kannst du dich gar nichts machen. Ich bin da immer ist noch er hier. Wo ist der? In deinem Haus und ich zünd's wieder an. Ey, aus bitte. Ja, okay, bitte. Ich höre jetzt auf. Setz doch mal hier deinen Spawnpunkt wieder. Oh, jetzt hab ich hier meinen Spawnpunkt gesetzt. Aber ich habe ja eh noch kein Bett bei mir. Ja, Superhelden haben so ein schwebendes Haus. Nicht so wie du. Schmalspur, Strandvilla. Ey, das ist eine 10-Millionen-Strandvilla. Da kommt noch ein Boot und sowas hin. Ja, 10 Millionen Cobblestone vielleicht. Alter, du bist ja richtig frech hier. Naja. Du hast mein Haus angezündet. Du bist auf ewig mein Erzfeind ab jetzt. Wir müssen mal die Bürgermeisterin fragen, wie hier mit Straftaten umgegangen wird. Ja, das kommt noch die Tage. Lass mal zur Bürgermeisterin gehen. Ja, die ist oben bei Banks. Ja. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Wo ist sie denn hin? Frau Bürgermeisterin, hallo. Nein, die Bürgermeisterin ist weg. Hallo. Hier ist sie. Hier. iCrimex hat eine Frage an die Bürgermeisterin. Ja? Ich bin ein besorgter Bürger. Was gibt's denn? Und zwar frage ich mich, wie Sie, Frau Bürgermeisterin, die Sicherheit gewährleisten wollen in dieser Stadt. Wir haben gerade eine Polizeistation erbaut. Okay, und wo sind die Regeln und Gesetze? Die kommen noch im Rathaus an die Wand. Mhm, okay. Genau. Und wie wird es bestraft, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten? Oder ist Mr. Bär? Die kommen ins Gefängnis. Das ist gut. Und Amboss-Strafen, oder? Ja, genau. Amboss-Strafen. Je nachdem, wie schwer das Verbrechen ist, natürlich. Das finde ich sehr gut. Und für die Amboss-Strafen gibt es am Eingang der Insel einen öffentlichen Platz, wo sie verhängt wird. Ja. Echt? Der Amboss-Platz. Okay. Der Amboss-Platz, genau am Eingang. Genau hier kommt er hin. Das hier wird machen, es sein. Ja? Wow, voll schön hier mit den Autos, die hier stehen. Sein. Ey, Finger weg, das ist mein Ferrari und das ist Dr. Banks sein Ferrari. Oh, ich hab einen Cullinan, ich will keinen Schmalspur-Ferrari. Cullinan, Guck mal, was dein Hund macht, Ey, Hilfe! Der freut sich, weil er hier an so einem schönen Platz ist, Mr. Berger. Krümelküste, sehr idyllisch. Ist wirklich idyllisch. Guck mal hier mit den Sonnenstrahlen. Boah, da sieht hier... Guck mal der Leuchtturm hier ja, aus. Ja, richtig schön hier alles. Herr Aquimax, haben Sie denn schon Ihre Kiste aufgemacht von mir? Nee, ich habe eine Kiste. Ja, klar. Boah, ein Geschenk von der Bürgermeisterin. Wo ist die denn? Ja, steht direkt neben den anderen Kisten. Oh, da ist mir nicht aufgefallen. Hier unten. Warte, ich guck mir das mal an. Von Flauschi, tatsächlich. Ist mir nicht aufgefallen vorhin.
Oh, GB1. Ist das hier mein Grundbucheintrag oder was? Genau. Und, Briefkasten. Und direkt einen Briefkasten, weil ich gesehen Alter, habe, dass du korrekt. Keinen hast. Warte mal, den stellen wir direkt mal gemeinsam auf. Frau Bürgermeisterin, ja? Können Sie mir vielleicht hier noch eine so eine Straßenanbindung hier runter zu meinem Eingang machen? Ja, natürlich. Hier ist ja direkt die Straße. Dann genau, das wäre super, weil dann würde ich hier den vielleicht hier so. Mal gucken. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Okay, warte. Grundbuch. Warte mal, ich habe sogar das Grundbuch 1. Ja, das allererste. Das allererste Grundbuch von der Krümelküste. Ja. Strandgrundstück Eigentümer Max Icrimix. Hiermit ist Max Icrimix Eigentümer des Strandgrundstücks. Boah, mit Koordinaten sogar an der Krümelküste. Mit dem Kauf erklärt er sich bereit, die Bauvorschriften einzuhalten. Gezeichnet Bürgermeisterin Flauschi. Alter, richtig offiziell und so. Ja, das wird auf jeden Fall eingerahmt in meinem Haus. Sehr gut. Und ich muss auch aufbewahren, es gibt regelmäßig Grundbuchchecks. Okay. Und ich habe noch eine gute Idee gehabt für die Brücke, weil die sieht ja schon echt gut aus. Aber ich finde, da fehlt noch ein bisschen Beleuchtung. Ja, das stimmt. Das kannst du gerne anbringen. Da kann ich, ja, wenn ich bei Gelegenheit würde ich da, ich würde die sogar sponsoren als Ehrenbürger der Stadt. Ist halt die Frage, entweder man macht so viele kleine Laternen, hängt die hier hin, könnte auch cool aussehen, oder halt so Seelaternenblöcke, könnte auch gut aussehen. Was meinst du da denn? Da hast du völlig die eigene Entscheidung. Okay, ich werde mir was Cooles überlegen für die Brücke. Sehr gut, okay. Okay, dann danke schön, Flauschi. Danke dir. Ja, Leute, ich glaube, echt heller Boden. Guck mal, boah, das sieht echt viel heller aus. Viel, viel besser. Wir müssen das hier mit hellem Boden einmal durchziehen. Und das Haus, ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich mir das vielleicht nicht ein Stockwerk höher hätten bauen sollen. So einen Block höher. Das ist jetzt 4 Blöcke hoch. Bei uns, unser Haus in Paulberger, ist 5 Blöcke hoch. Aber ich will das jetzt auch nicht nochmal komplett umbauen hier. Naja, Leute, das könnt ihr mal ja in die Kommentare schreiben. Und wir haben natürlich auch immer noch das Problem, dass es hier sehr dunkel ist. Wir müssen irgendwie hier gute Beleuchtung schaffen. Bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, wie wir das hinkriegen. Ich werde mal jetzt hier noch ein bisschen mit dem hellen Holz das hier noch einmal ein bisschen austauschen. Zack, 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 zack. Aber wir haben gar nicht mehr so viel. Und hier muss auf jeden Fall auch noch eine Quarztreppe hin. Bam, 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 bam. Oh, das ist schon ein sehr, sehr edles Grundstück. Also mir gefällt das auf jeden Fall extrem gut. Ja, hier mit so einem Steg direkt am Wasser, eigenem Pool. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das Haus mal richtig wieder einrichten und dekorieren. Heute auf jeden Fall, ja, ein bisschen Superhelden-Action gemacht. Paulberger Hills ein bisschen drum gekümmert. Aber echt auch krass, wie es hier die Stadt entwickelt. Jeder hat jetzt hier wirklich ein Grundstück. Jeder baut hier. Aber ist ja eine schöne Sache. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr dürft entscheiden, wie es weitergeht. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.